Erst kürzlich habe ich eine neue Minecraft-Welt im Singleplayer-Modus betreten. Auf den ersten Blick sah alles normal aus. Ich begann mit dem Fällen von Bäumen und dem Bau einer Werkbank. Mir fiel auf, dass sich im dichten Nebel etwas bewegte. Ich habe nur einen sehr langsamen Computer, deswegen musste ich die Sichtweite auf Tiny stellen. Ich dachte, es war eine Kuh, und so machte ich mich im Glauben an eine neue Rüstung auf die Jagd nach ihr. Es war keine Kuh. Was mich anstarrte, war ein anderer Charakter, der den Standard-Skin trug. Allerdings waren seine Augen leer. Ich überprüfte sofort, ob ich nicht unglücklicherweise im Multiplayer-Modus gelandet war. Doch das war ich nicht. Der andere blieb nicht lange. Erst schaute er mich an, dann lief er in den Nebel. Ich rannte ihm aus Neugier nach, doch auf einmal war er weg. Ich setzte das Spiel fort, ohne zu wissen, was ich davon halten sollte. Als ich die Welt weiter erforschte, entdeckte ich einen Tunnel, die 2x2 Blöcke groß waren. Außerdem fand ich perfekte Sandpyramiden im Ozean und Bäume, bei denen die Blätter fehlten. Dies konnte kein Kartengenerator leisten. Ich hatte ständig den Eindruck, den anderen Spieler im Nebel zu sehen. Doch wenn ich mich in die Gestalt näherte, verschwand sie. Auch die Erhöhung meiner Sichtweite brachte keinen Erfolg. Ich speicherte die Karte und surfte in das Minecraft-Forum, um zu gucken, ob andere Spieler auch mit dieser Gestalt Kontakt hatten. Ich fand keine Beiträge, so eröffnete ich meinen eigenen Beitrag mit der Frage, ob jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht hatte. Mein Beitrag wurde innerhalb von 5 Minuten gelöscht. Ich eröffnete wieder einen Post. Dieser wurde allerdings noch schneller gelöscht. Dann erhielt ich eine Nachricht von einem Benutzer namens Herobrime, welcher das Wort enthielt: Stopp. Ich klickte auf den Namen, um mir das Profil anzuschauen, und fand nur eine 404-Fehlermeldung. Ich erhielt eine Nachricht von einem anderen Forum-User. Er erklärte mir, dass dieser Moderator die Nachrichten der Forum-Benutzer mitlesen würde und es sicherer wäre, über E-Mail zu kommunizieren. In einer E-Mail berichtete er mir dann, dass er den mysteriösen Spieler auch gesehen hatte und dass er andere Spieler kenne, denen es ähnlich geht. Er sprach über Singleplayer-Welten, die übersät von Formen waren, die nur von Menschenhand stammen können. Alle stellten sie auch fest, dass die Gestalt keine Pupillen besaß. Ungefähr einen Monat später erhielt ich wieder eine Nachricht von meinem Mail-Kontakt. Einige Leute hatten sich über den Namen Herobrime schlau gemacht und hatten herausgefunden, dass er regelmäßig von einem schwedischen Gamer benutzt wird. Ich erhielt weitere Informationen und auch die wichtige Nachricht, dass dies der Bruder von Notch sein soll. So schrieb ich Notch eine E-Mail und fragte ihn bezüglich seines Bruders. Seine Antwort dauerte etwas, aber schließlich antwortete er mir mit folgendem Text: Ich hatte einen Bruder, aber er weilt nicht mehr unter uns. Seit unserer ersten Begegnung habe ich die seltsame Gestalt nicht mehr gesehen. Auch Änderungen an meiner Welt habe ich nicht mehr festgestellt. Doch beim ersten Kontakt habe ich schnell drucken gedrückt, um nun den einzigen Beweis zu präsentieren, den ich habe.